Willkommen bei einer weiteren Episode für mein Ultimate Team Let's Play. Und ja, dann geht's direkt weiter. Momentan der Stand ist halt, dass ich die Verträge noch von den restlichen Spielern leer spielen möchte. Geht's jetzt weiter im fortgeschrittene Pokal. Ich finde den Namen immer noch sehr lustig, aber ich glaube, das erzähle ich inzwischen in jeder Episode. Von daher, hier passt eigentlich alles. Ich möchte jetzt vor allem mit der Mannschaft spielen, weil die halt noch 4 Verträge haben, überwiegend, und die haben nur noch 2. Von daher geht's los. Und jetzt ist das Viertelfinale angesagt. Nachdem ich ja das letzte Mal nur irgendwie ein paar Minuten gespielt habe und dann die beiden rausgegangen sind, das habe ich mir schon fast gedacht, wenn der von einer Mannschaft die beiden Trikots hat, dann sind das meistens Leute, die auch irgendwie ein solides Team haben, weil sowas kauft man sich meist erst, wenn man irgendwie auch dann schon genug Coins in sein Team investiert hat, und das Team ist natürlich gut besetzt, sehr solide. Und das wird schwer, aber irgendwie kann ich das fast bei fast jeder Partie sagen, weil inzwischen ist es so, dass eigentlich fast jeder, der Ultimate Team spielt, irgendwie recht zügig ein sehr, sehr gutes Team auf die Beine bekommt, wo die Jungs alle überwiegend 80er Wertung haben. Aber das sagt ja nichts erstmal über das spielerische Können von ihm aus. Ich wurde gefragt, warum ich das Logo habe, was ich gerade habe. Also ich finde, es sieht zum einen ganz cool aus, aber das wurde mir am Anfang zugelost. Von daher habe ich da nichts. Ich bin kein Fan von der Mannschaft. Von, ich glaube, Wacker Innsbruck war das. Ein starker Ruckler direkt am Anfang. Ich bin kein Fan von dieser Mannschaft oder so. Falls man das jetzt denken würde, oder es wurde anscheinend gedacht. Ach, ich muss die Formation umstellen. Und nee, das wurde mir einfach am Anfang zugelost. Stellen wir jetzt die Formation um. Und von daher, ja, habe ich die Frage, denke ich, ganz gut beantwortet. Ach, nicht 4-1-2-1. Wo würde ich gerne spielen? Kann ich vielleicht auch spielen mit den Typen, aber ich denke, dass den von den spielerischen oder von den Positionen her besser 4-3-2-1 passt. So, da gab es nie was umzustellen. Das passt alles, und von daher geht es jetzt hier weiter. Da muss man mal aufpassen, wenn man Pause gemacht hat. Boah, warum ruckelt das denn so? Und damit man nicht dann, wenn man dann weitermacht, direkt den Ball verliert. Das kann natürlich auch gut passieren. Da muss man aufpassen, wenn die langen Bälle kommen, dass man die vernünftig annimmt, dass man dann sich nicht den Ball direkt abnehmen lässt vom Gegner. Und hier hat er jetzt eine Lücke drin. Oh, der Pass wird fast durchgekommen. Ui, ich weiß nicht, ob das Abseits ist. Prato? Der macht den rein. Schön in die lange Ecke geschlänzt. War vielleicht ein bisschen riskant, wie es gemacht hätte. Ich hätte wahrscheinlich auch rechtsrum an den Torte vorbeigehen können und dann irgendwie ins leere Tor einschieben oder zu flanken. So ist natürlich auf jeden Fall die Gefahr gewesen, dass der Torhüter zu schnell rauskommt. Hier hat er wieder einen Stellungsfehler, hat man schon gesehen, und dann ist Prato schon wieder durch, und dann lege ich hier das 2-0 ein. Ich denke, das wird irgendwie wahrscheinlich auch wieder eine kurze Partie, wenn das so weitergeht und derjenige dann vielleicht das Spiel auch wieder verlässt. Keine Ahnung. Ansonsten kann das vielleicht recht einseitig werden. Habe ich ja bis jetzt auch noch nicht, dass ich einen wirklich sehr brutal abgeschossen habe, aber naja, vielleicht hat er auch gerade einfach nur eine Schwächephase. Legen wir hier in die Spitze, legen wir zurück, aber ja, da ist er zu nah dran mit dem Verteidiger gewesen. Es gibt wohl Abstoß. Die Lags sind natürlich jetzt gerade irgendwie sehr, sehr nervig, dass die wieder auftreten. Sehr unattraktiv wahrscheinlich auch für euch. Oder halt, zumindest für mich sind sie nervig, das ist ja auch irgendwie klar, wenn das so ruckelt. Irgendwann hat jemand mal gefragt, ob der andere Spieler dann auch Lags hat. Oder dass es dann auch bei dem hängt. Ich gehe ganz stark davon aus, weil ansonsten wären die Spiele ja nicht mehr synchronisiert. Und quasi wäre dann verschiedene Zeitspielpunkte bei den beiden Spielern, und dann wird das ganze Spiel ja zusammenbrechen. Und ich glaube, das ist dann auch manchmal der Grund, warum manchmal eine Verbindung abreißt, weil nämlich die Synchronisation dann von den beiden Spielern weg ist. Und dann dreimal. Also der macht immer wieder Stellungsfehler. Geht's sehr dramatisch auf den Ball. Und dadurch macht er sich dann einfach ja selber Lücken in die Abwehr. Ich weiß nicht, ob er jetzt rausgeht, keine Ahnung, oder ob er vielleicht auch die Formation umstellt. Vielleicht wollte er gar nicht im 4-2-2 spielen. 4-2-2-2 spielen. Sondern, nee, keine Ahnung, was er macht. Vielleicht hat er auch einfach nur kurz Pause gebraucht. Kann sein, dass er jetzt gerade durchkommt, weil hier irgendwie meine Abwehr gerade nicht gut stand. Aber dieses Hängenbleiben ist sehr nervig. Kann ich aber jetzt irgendwie gar nichts ändern.
Führen wir wieder nach oben in die Gasse. Hier macht er wieder einen Fehler. Nehmen wir in die Mitte zurück. Und dann. Ah, kann mir den Ball abnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass das Spiel jetzt wieder dann nicht so gut ankommt, weil ich mich nicht genug aufrege oder weil es so früh jetzt entschieden war. Also ich bin ja nicht übertreiben, steht erst 2-0. Und das ist dann natürlich, ich habe wirklich das Gefühl, ihr findet es am besten, wenn ich total abrotze und total abkotze, wie beschissen das Spiel ist und wie die Pässe nicht ankommen und wie der Gegner Tore schießt und wie der Gegner jetzt hier ein Tor schießt. Och, ja. Überflüssig, absolut. Absolut überflüssig. Ich hätte ihn einfach irgendwann klären müssen, dass natürlich dann in dem Moment natürlich auch noch das hängen bleibt. Ist dann noch ungünstiger, weil ich dann überhaupt nicht gecheckt habe, wie die Situation ist. Ja, das ist, da muss ich, ich habe irgendwie die ganze Zeit noch gedacht, als der Ball da so kam, dass ich drankomme. Und dann habe ich zu spät gecheckt, dass der Verteidiger nicht drankommt und dann konnte ich, stand ich nicht gut, um ihm den Ball abzunehmen, den Stürmer. Und so kommt jetzt vielleicht doch nochmal ein bisschen Spannung ins Spiel rein, nämlich jetzt bin ich nur noch mit einem Tor vorne. Und ja, scheiße, kommt nicht durch, der Trick. Und dann legen wir in die kurze Ecke, ja, 3-1. Und er bleibt wieder hängen. Bratto jetzt mit dem Hattrick, glaube ich. Und dann, ich muss wieder kurz räuspern. Bratto mit dem Hattrick. Glaube ich. Er hat auch, glaube ich, noch die ersten beiden geschossen. Also zumindest das erste, das weiß ich. Und hier legen wir durch, aber der Pass kam nicht in der Richtung so, wie ich es erwartet habe. Und jetzt legen wir schon wieder auf. Nee, das war gar nicht. Ist ja gar nicht Bratto. Bojanov. Und dann legen wir aber am Tor vorbei. Nee, Bojanov hieß er. Heißt er. Jetzt spielt er kurz, kann fast den Ball abnehmen oder spielt mir fast in die Füße. Immer die Gefahr. Oh, jetzt hat er oben, habe ich eine Lücke drinne, die nutzt er auch direkt. Jetzt wechsle ich auf den Verteidiger in der Mitte, weil ich oben nicht mehr so viel ausrichten kann. Und dann habe ich gesehen, dass er durchzieht und deswegen bin ich dann doch nach oben gegangen. Aber normalerweise ist da eigentlich mein Ziel, dass ich den Stürmer in der Mitte decke, um einfach da den Pass zu verhindern in die Richtung. Und ja, er hat unglaublich große Probleme mit der Verteidigung oder mit seiner Viererkette die Formation zu halten. Und dadurch hat er immer wieder Lücken drin und dann, dass er dann, ja, bin ich jetzt zwar nicht mit dem 1 gegen 1 durchgekommen, aber da geht er einfach immer zu sehr auf den Mann drauf, auf den Ball drauf und dann macht er sich, wie gesagt, ich möchte mich nicht immer wiederholen, macht er sich für solche Bewegungen und solche Tricks halt sehr verwundbar. Und das war ein ganz blöder Ballverlust gerade. Aber, ja, ich komme dran, kann ihn jetzt hier rausspielen. Spielen wir mal vernünftig nach vorne, sodass wir dann nochmal in das 4 anschießen. Nochmal zurück. Legen wir jetzt durch. Ah, der Ball kommt sehr, sehr weit. Bojanov läuft da in die Mitte. Spielen wir mal durch, aber er kann den Pass blockieren und dann halt abfangen. Und ja, das war auch ein überflüssiger Fehlpass. So ein Spiel ich auch. Das passiert mir auch mal wieder. So wie auch hier jetzt ein blöder Fehlpass war. Und dann hängt es immer wieder mal ganz kurz. Das ist echt. Das nervt gerade so ein bisschen. Und jetzt ist er anscheinend weg. Oder, keine Ahnung, spielt nicht mehr mit. Ich weiß es nicht. Machen wir hier das 4-1. Keine Ahnung, ob er jetzt noch da ist oder nicht. Das sehe ich gleich beim Anstoß. Ja, weil er ist eben einfach stehen geblieben. Nee, er ist noch da. Das hat man ja auch sehr oft, dass. Also, nicht alle Spieler gehen ja dann aus den Spielen raus, sondern sie machen es dann so, dass sie einfach im Spiel drinne bleiben, damit dieser Modifikator, der Abbruchmodifikator nicht runtergeht. Und andere Spieler, die gehen dann einfach weg. Die legen den Controller anscheinend zur Seite, weiß ich, gehen in die Küche, machen sich was zu essen oder mal kurz aufs Klo oder sowas. Und dann, ja, das macht dann auch keinen Spaß. Dann sitze ich dann auch nur davor und mache wahrscheinlich dann in der Zeit irgendwas am PC oder so. Ja, jetzt hängt das Spiel und er geht raus. Wieder eine kurze Partie, tut mir leid. Kann ich irgendwie nicht viel beeinflussen. Dann kann ich euch ja kurz zeigen, dass ich einen Spieler gekauft habe. Also ich denke, über das Spiel brauche ich jetzt nicht mehr viele Worte zu verlieren. Dann bin ich jetzt da im Halbfinale. In dem Pokal. Mal wieder. Sieht man schön. Und dann schauen wir mal ganz kurz. Ich habe einen Spieler wieder bekommen. Den kann ich dann auch dann hier rausnehmen aus der Beobachtungsliste. Maggio. Rechtes Mittelfeld. Ja, ich glaube, ist jetzt kein besonders toller Spieler oder sowas. Ich habe ihn einfach gekauft, weil ich denke, ganz solide, so 80er Wertung, recht Mittelfeld, es passt. Er ist nicht allzu langsam, aber jetzt auch nicht in der Rakete. So, den legen wir dann mal auf den Taufstapel zu den anderen Spielern, mit denen ich dann mein Team, beziehungsweise ich mache es einfach mal jetzt auch so, dass ich
mir das Team mal anlege, damit man mal eine ungefähre Ahnung hat, wie es aussehen wird oder momentan ausschaut, damit ich auch einen besseren Überblick habe, welche Positionen mir noch fehlen. Mannschaften. Dann neues Team erstellen. Und da geben wir jetzt mal gerade einen Namen ein. Ist mir jetzt irgendwie gerade egal. Ich möchte ja mit dem Team jetzt gerade nichts machen. Und jetzt habe ich leider vergessen, die ganzen Spieler vom Tauschstapel in meinen Verein zu speichern. Das mache ich jetzt. Tauschstapel. Und da sind ja schon ein paar zusammengekommen. Im Verein speichern. Im Verein speichern. Den, wie gesagt, ihr Quinter nehme ich wahrscheinlich für das zweite Team dann quasi. Und dann sind wir hier gleich fertig. Und dann können wir mal aufstellen. Also es scheint so, dass ich, glaube ich, vorne schon ganz gut besetzt bin. Die Flügel, ja, eigentlich habe ich vorne, glaube ich, jede Position besetzt. Und dann muss ich nur noch die Abwehr aufbauen. Wie gesagt, im 4-1-2-1-2 spiele ich jetzt. Dann kaufe ich auch die Spieler dementsprechend der Formation. Absolut guter Tipp. Wenn ihr, also 4-1-2-1-2-Formationskarten sind eigentlich nicht zu bezahlen. Ich glaube, mich interessiert es nicht, weil ich normalerweise die Formation nicht spiele, aber ich glaube, unter 12.000 geht da gar nichts für eine Karte und dementsprechend sollte man natürlich die Spieler in diesen Formationen kaufen. Jovinko. Und dann spart man sich. Also natürlich, üblicherweise sind dann die Spieler auch ein bisschen teurer, aber es ist auf jeden Fall lohnenswert, es so zu machen. Also es ist viel, viel günstiger, als über Formationskarten zu arbeiten. So, habe ich noch irgendwelche Spieler, die da in Frage kommen? Sieht nicht so aus. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch zwei Innenverteidiger, Außenverteidiger und einen Torhüter kaufen. Dann habe ich mein erstes Team zusammen. Den Manager kann ich auch schon mal hinzufügen. Achso, natürlich hat der Manager jetzt die falsche Formation. Das heißt, ich werde mir noch meinen zweiten kaufen müssen. Den kann ich dann auch wieder aus der Mannschaft entfernen. Und ja, das ist dann quasi das nächste, was ich dann machen werde, wenn ich jetzt dann den fortgeschrittenen Pokal, dass ich da weiterspiele. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt wieder gewinnen kann. Das kann ich schlecht sagen. Ist halt durch meine beiden Teams, die jetzt nicht überragend sind, immer so eine gewisse Ungewissheit. Und dann werde ich, wie gesagt, neben dem Team noch ein zweites Team aufbauen mit 11 Spielern, die 350 Coins maximal gekostet haben. So wie ich es jetzt momentan habe, auch quasi die beiden anderen Teams. Ja, ich denke, dann habe ich jetzt genug gequatscht. Ihr habt eine gute Idee, wie es momentan ausschaut. Und haltet euren Kasten sauber. Euer Taz.